Boah, guck das mal an hier. Holl. Holla. Holl. Holla. Ich klammer mich mal ans Leben. Weil dann kann mich eigentlich unser Kollege vielleicht wiederbeleben. Kein Wunder, dass sie mich am Sack erwischt haben. Ist halt ein großes Ziel. Ja, ist gefährlich, das Wildleben. Scheiße, das hat geschmeckt. Da wurde ich... Ich werde fertig gemacht. Fertig gemacht. Das trifft schon ganz gut. Zumindest sterbe ich nicht mehr in den normalen Missionen. Das ist alles on point. Das Zielen, das Schießen. Wo bin ich jetzt gelandet? Was ist denn das hier? Ach so. Du hast das auch echt beschissen gemacht, Sharky. Ja, was? Hi, Homie. Du hast das beschissen gemacht. Ich habe mich ans Leben geklammert. Steigst du vielleicht mit ein? Ich habe mich noch nie angeschnallt. Ja, okay. Nicht damit an. Hinten drauf ist natürlich auch in Ordnung. Ist das denn noch markiert? Ist es nicht mehr markiert? Setz doch meinen Wegpunkt hier bitte wieder hin. Ich weiß doch, wo ich hin will. Auch wenn es nur ein Tierarzt ist, hier braucht man jede medizinische Versorgung. Wir haben gegen die Peggys gekämpft und die möglich ist. Und jetzt kämpfen wir immer noch. Vielen Dank für diese Einschätzung der Lage. Weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, war noch keine Untertitel da, aber hinter uns wurde... Wow! Hinter uns wurde sich ein bisschen... Nein, so ein kleiner Kommentar mal abgegeben zu der ganzen Geschichte. Könnt ihr mal aufhören, mir alle, egal wer oder was ihr seid, sowohl Peggys als auch Unschuldige, grundsätzlich vors Auto zu laufen? Das Wildleben macht das, die Menschen machen das. Die sollten sich vielleicht alle mal ein bisschen mehr mit STLG ans Leben klammern. Merkt ihr, warum ich nicht gerne Helfer mitnehme? Ich kann eigentlich darauf verzichten, hier im Hintergrund so einen Schreihals zu haben, der dann nochmal extra rumbelt am laufenden Band. Das muss nicht sein. Ist doch schon genug los. Du siehst freundlich aus, deswegen weiche ich aus. Das muss man hier immer auf die Schnelle echt erkennen. Und nachdem ich die Doktorin befreit habe, ich habe es ja hier schon gesehen, hier ist so ein riesiges Feld von diesen weißen Blumen. Nachdem ich die befreit habe, oder Doktor, Doktorin, den Doktor... Warst du Doktorin oder ein Doktor? Das hat mir gar nicht mehr angezeigt. Ich fahr doch. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Nee, jetzt wird's mir wieder angezeigt. 200 Meter entfernt. Aber auf der Karte war es gerade weg. Auf der Karte ist es auch immer noch weg. Sollte das nicht hier sein? Kurz mal durch die Prärie. Er hat den Arschtrip mit ordentlich Beilage bestellt. Und dann das Fahrzeug verlassen. Ihr kennt das, wie ich immer aussteige. Unauffällig unter Wasser. Sollte das hier nicht der Ort sein, an dem ihr angegeben wurde? Ach man. An dem ihr angegeben wurde. So. Schöne Wasserlandung. Wie sich das gehört. Hier 80 Meter entfernt ist jedenfalls was. Da ist sogar, da ist so einiges. Da sind auch ganz schön viele Gegner. Die mich, glaube ich, zum großen Teil auch schon bemerkt haben. Hier kommt zumindest auch schon jemand angelaufen. Kurzer, kleiner, sympathischer Waffenwechsel. Und dann einfach drauf. Sekten-VIP ist schon mal eliminiert. Dann wechsle ich mal zügig wieder auf mein Scharfschützengewehr. Und feuer ein bisschen damit drauf. Wovon kriege ich denn eigentlich gerade Schaden? Oh, hier gibt es wieder einen Mörser. Das ist eher ungeil. Ich kann ja mal meinen Kollegen hier auf die Person schicken, die gepanzert ist. Mit denen habe ich immer so ein bisschen meine Probleme. Und vielleicht ist KI gegen KI. Boah, hier ist ja richtig viel los. Das habe ich ja jetzt erst bemerkt. Da stehen ja richtig viele rum. Ich würde dir mal aufhelfen, aber du bist gar nicht so down, wie ich das kurz vermutet hatte.
Hier ist echt einiges los. Das ist so eine Therme oder was? Kann ich doch vielleicht noch ein kleines Bad machen? Mir das ganze Blut und den ganzen Dreck mal wieder abwaschen. So, ich markiere hier mal schnell. Um den Mörser müsste ich mich halt schleunigst kümmern. Ich weiß jetzt nicht, ob Sharky hier klarkommt eigentlich mit dem krassen Kollegen. Ja, sieht so aus. Sharky hat da dafür gesorgt, dass es passt. Das ist so eine richtig edle, schöne Lagune hier. Mich würde nur echt interessieren, wer von euch Hansele feuert hier die ganze Zeit mit dem Mörser rum? Wo ist das Hansele, das das die ganze Zeit macht? Mit dem würde ich gerne mal ein kleines Wörtchen reden. Da vielleicht? Nee, das ist eine Person, die ich befreien kann. Im besten Fall der Doktor. Hier, da ist noch was. Dachte, ich riech ne Peggy. Oh. Leider völlig falsch. Völlig falsch. Versehentlich auf die Person geschossen, die ich retten wollte. Aber jetzt soll das ja passen. Wiederbeleben. Ab nach oben. Und du siehst so aus wie der Doktor. Schön, wie du dich wieder an deine Position... Aber hier ist doch durch. Hier ist doch niemand mehr. Ich habe meine Tasche verloren. Der Widerstand hat gerade eine Ladung neue Ausrüstung bekommen. Sieh es dir an, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst. Mach ich, Dutch. Vielen Dank für die kleine Werbeinformation. Aber jetzt würde ich hier gerne... mit dem Doktor reden. Oh! Scheiße, scheiße, scheiße! Ach, danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Dr. Charles Lindsay. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich südlich von hier im alten Gefängnis verschanzt hat. Wraith und ihre Angels versuchen seit Tagen, uns zu kriegen. Ich habe hier draußen nach einem Weg gesucht, sie zu stoppen, als mich die Sekte erwischt hat. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Angels anzulocken. Aber die Zutaten für den Köder sind in meiner Tasche. Und die haben die Peggys in den Teich geworfen. Ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen, bitte. Das heißt, ich darf tatsächlich einen kleinen Swim in diesem... Wie ein Teich sieht denn das nicht aus? Das sieht mir wirklich eher aus wie so eine richtig dicke, heute, fette... In the end, you will thank us. Ja, das ist ein tolles Argument. Keine Geister, aber mir zu gruselig. Weißt du was? Mit dir habe ich jetzt eine Mission erledigt. Du hast das auch ganz gut gemacht. Aber du plapperst mir schon wieder so ein bisschen zu viel rein. Ich werde das wirklich vielleicht immer so machen, immer wenn ich einen Helfer befreit habe, abseits von Boomer. Der ist gesetzt, den werde ich deutlich häufiger noch benutzen. Aber immer wenn ich jemanden befreit habe, dann werde ich erstmal die nächste Mission mit der Person erledigen, damit man so ein bisschen mitbekommt, ey, wie agiert ihr auch? Das war jetzt natürlich ganz cool hier und das hat auch anständig funktioniert, gerade bei dem Gepanzerten. Aber durchgehend brauche ich das aktuell noch nicht. Ich nehme mir nachher lieber wieder Boomer mit. Dann viel Glück und den ganzen Scheiß. Ja, du gehst erstmal wieder irgendwie ein bisschen die Hose ausziehen, weil du musst es ja jetzt die ganze Zeit anhaben. Und ich gehe jetzt eine Runde schwimmen und hoffe, dass hier drin kein Bliss ist. Irgendwie so eine miese Mischung oder so. Das wirkt schon ganz schön so. Ich gehe lieber nochmal kurz nach oben und schnapp mir so ein bisschen frische Luft. Vielleicht wirkt das dann nicht so stark. Das wirkt hier schon wieder mega durchgeblisst. So, und jetzt hole ich die Tasche. Das Tier liegt auch jemand. So, ich habe die Tasche. Und muss jetzt wieder das Gebiet sichern. Da ist auch schon wieder ein Helikopter. Vielleicht hätte ich das Helferlein dann doch noch da behalten sollen. Für einen gewissen Zeitraum. Und erstmal Luft geholt. Und besser wieder runter, weil hier wird schon fleißig auf mich geschossen. Und ich kann nicht zurückschießen. Ich bin hier unter Wasser und kann nicht zurückfeuern. Jetzt wird auch noch mit einem Mörser auf mich drauf geballert. Leute, wisst ihr was? Ich sollte vielleicht doch tatsächlich kurz wieder... Kann ich ihn direkt wieder ranrufen? Sharky, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, aber wenn du kurz rumkommen würdest, ist tatsächlich minimal kritisch gerade. Hab mir auch gerade noch eine Stange Lehm aus dem Kreuz gestemmt. Da geht alles viel leichter. Weil ich niemanden hab, der mir hilft. Und hier ist halt richtig viel los. Liegt der jetzt hier direkt irgendwie... Der liegt da direkt nur noch halbtot rum.
Das mit dem Waffenwechsel sollte ich auch mal direkt eher mit den Tasten machen, anstatt immer mit dem Rad. Na komm schon! Na komm schon! Ich will dir ja helfen! Und Sharky ist damit down. Und ich bin auch gleich sowas von down, wenn ich nicht mal Deckung finde, in der ich ein bisschen länger, sag ich mal, rumhängen kann. Oh Mann, Alter, diese Helis! Und jetzt kommt auch noch Mörser dazu. Ich muss so ein bisschen ins Geäst rein. Ich muss ganz dringend so ein bisschen ins Geäst. Und vielleicht kann ich zumindest Boomer rufen. Aber hier ist viel zu viel los für den armen Boomer. Boomer! Komm ran! Das kann man einfach, wenn man ein bisschen überfordert ist, kann man einfach immer einen Helfer nach dem anderen rufen. Das ist bestimmt auch genauso gedacht. Ist das Assi? Dieser Helikopter ist so ein Assi-Teil. Ich weiß nicht, wo Boomer ist. Er soll vielleicht erstmal zu... Oh, Boomer wurde direkt erwischt. Der wurde direkt von irgendwas abgefeuert. Jetzt habe ich den Heli down. Und mit dem Heli ist alles auch schon mal gut. Boomer, schnapp dir die Leute. Jetzt wird richtig ausgeteilt. Schon wieder mit Waffenrad gewechselt. Mach hier mal schön diesen Bliss-Heini fertig. Oder hat der Bliss-Heini... Oh Mann! Geht's dir noch gut? Dir geht's ja wohl nicht mehr gut. Du bist ja wohl völlig durch. Das hier war er doch, oder? So. Boomer, schnaulichst mal abhauen bitte. Da kommt wieder eine fette Rakete. Okay, ich habe rechtzeitig... Ich muss so ein bisschen Boomer noch mitnavigieren, damit er hier nicht von irgendwelchen Mörser-Attacken abgeballert wird. Das muss ja nicht sein. Weil da hat sich schon wieder irgendjemand den Mörser geschnappt. Hier. Jetzt hat sich niemand mehr den Mörser geschnappt. Und damit ist durch. Bringe die Tasche zu Dr. Charles Lindsay. Da macht man einen kleinen, entspannten Tauchgang. Nicht mal das hier kann man mehr erledigen. Das ist für Touristen kein gutes Ferienziel mehr. Wobei natürlich diese Mammutstatuen wirklich, also... Die kann man schon, die sind schon ganz hübsch. Die kann man irgendwo machen. Die kann man irgendwo sich angucken. Ist ein kleines Ferienziel. Kann ich mir einen guten Instagram-Post vorstellen. Bitteschön, deine Tasche hat nur... Du hast uns allen das Leben gerettet. Hat nur, ja, Menschenleben gekostet. Entschuldige, ich heiße Charles. Alle nennen mich Doc. Aber ich bin nicht so ein Doktor. Ich bin Tierarzt, aber so wie es im Moment aussieht, auch der Notarzt hier. Schusswunden zunähen ist wirklich was anderes, als Kälber zur Welt zu bringen. Das sag ich dir. Tut mir leid. Ist doch egal. Die Sache ist die... Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Ich wollte einen Feldversuch starten, aber der ist schiefgegangen. Verdammte Sekte. Ach, mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, gehe ich nur drauf. Ich muss zurück zum Gefängnis. Kannst du mir helfen? Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Wenn du alles findest, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Okay, also ein großes... Problem ist logischerweise, wir haben es ja auch schon bemerkt, dass hier überall diese Angels durch die Gegend streifen und man das mal so ein bisschen ausdünnen sollte, damit diese durchgehende Bedrohung von diesen animalisch aggressiven Junkies, damit die einfach nicht mehr so krass existiert. Boomer hängt noch, da hier läuft auch noch irgendwie so ein Tier durch die Gegend. Da vorne rennt auch ein Tier durch die Gegend. Es wird auch langsam Nacht und es wird Nacht in Far Cry 5. Ich beende an dieser Stelle diese Session und in der nächsten Folge werde ich dann erstmal ausprobieren, wie das ist, wenn ich einfach in so ein Blissfeld reinlaufe, ob ich damit noch irgendwas auslösen kann oder ob da wirklich immer dieser Nebel auftauchen muss oder sonst was. Das kleine Experiment, das ist es mir dann doch noch wert und dann schaue ich mal, ob ich da jetzt direkt Lust drauf habe, diesen Kram da für den Doktor einzusammeln. Weil das klingt schon nach einem anständigen Plan, aber hier unten in Hope County können wir auch noch andere Missionen annehmen. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, so eine reine Sammelmission. Also ich werde wohl vielleicht dann doch auch erstmal direkt wieder in das Gefängnis steppen. Beziehungsweise bevor ich das mache, mal ein, zwei Außenposten in der Region erledigen, damit ich die Schnellreise aktiver nutzen kann. Jetzt, wo ich hier weniger rumlaufe und mehr das Auto benutze, die Reisen zwar nicht mehr so lange, aber Schnellreise geht natürlich trotz allem immer noch fixer. Wenn es euch gefallen hat, sowohl wie die vorherigen Folgen, ihr kennt das ganze Spiel, dann könnt ihr mir das natürlich gerne mitteilen, indem ihr eine Bewertung da lasst. Und wenn ihr was zu erzählen habt zu den Folgen, dann freue ich mich immer über Feedback, Kritik und
sonstige Erlebnisse. Hier ist ein Wolf, der mich wahrscheinlich gleich angreift. Das war ein Puma! Das hat sich in Puma verwandelt. Nix mit Wolf. Das Nachladen dauert so ewig bei dem Unterhebel-Repetiergewehr, das werde ich vielleicht doch nochmal austauschen müssen. Weil man kann auch zwischendrin nicht gezielt schießen, sondern dann drückt man drauf und gibt einen Schuss in die Leere ab. Jedenfalls ist es zu Ende jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.